Die meisten entscheiden sich zu heiraten, weil sie an ihre Beziehung glauben. Der Hochzeitstag selbst erfordert viel Vorbereitung. Aber würdest du bis zu genau diesem Tag warten, um dich zu rächen? Casey rächte sich an ihrem ersten Hochzeitstag. Bevor wir beginnen, tipp auf Abonnieren, um unsere nächsten Videos nicht zu verpassen. Casey und Alex. Sie waren seit 6 Jahren zusammen und beinahe untrennbar. Casey liebte Alex von ganzem Herzen und dachte, das beruhe auf Gegenseitigkeit. Sie wusste vom ersten Tag an, dass Alex der Richtige war. Als er sie fragte, ob sie ihn heiraten wolle, war ihre Antwort natürlich ja. Sie wollte den Rest ihres Lebens mit ihm verbringen. Während ihrer Beziehung lernten sich ihre Familien kennen. Sie wurden Freunde. Jeder freute sich auf die Hochzeit. Casey wusste, dass es eine Märchenhochzeit sein würde. Sie feierte den Junggesellenabschied mit ihren Freunden im Hotel. Es war fantastisch. Champagner, Essen und viel Spaß. Bei der Party erhielt Casey mehrere Nachrichten. Zuerst dachte sie, dass Alex ihr schrieb. Doch die Nachrichten kamen nicht von ihm. Wer war das? Casey war neugierig. Sie schnappte sich ihr Handy. Sie übersah den Namen des Absenders. Es waren Screenshots einer Frau und der Konversation zwischen ihr und Alex. Die Unbekannte riet Casey, Alex nicht zu heiraten. Sie schickte ihr sogar Selfies von ihr und Alex. Es war mehr als deutlich. Alex hatte sie betrogen. Das lief schon seit Monaten. Als Casey die Bilder sah, war sie tief getroffen. Sie konnte diese Erkenntnis nicht mehr verdrängen. Sie ertrug es nicht und brach in Tränen aus. Ihre Freunde kamen besorgt zu ihr. Als sie die Nachrichten sahen, wollten sie, dass Alex dafür bezahlt. Casey sollte ihn sofort anrufen und die Hochzeit absagen. Doch Casey hatte eine bessere Idee. Sie hatte ja ihre Familie eingeladen und deren Reise hatte sie viel Geld gekostet. Das wollte sie nicht umsonst ausgegeben haben. Sie wollte, dass Alex genauso verletzt wird wie sie. Sie wollte sich wirklich rächen. Abends lag sie schlaflos im Bett. Sie musste entscheiden, was mit ihrer Hochzeit geschehen sollte. Sie dachte über ihre Beziehung nach. Es schien der ideale Mann zu sein. Sie war immer treu gewesen. Warum hat er das getan? Am nächsten Tag verkündete sie ihren Freunden, dass die Hochzeit trotzdem stattfand. Sie waren ein wenig überrascht. Doch als Brautjungfern wollten sie sie keinesfalls hängen lassen. Nur keiner ahnte, was Casey wirklich plante. Weißt du es? Dann schreib deine Vermutung in die Kommentare und schau, ob du recht hast. Casey zwängte sich in ihr Brautkleid. Sie konnte kaum die Tränen zurückhalten. Das einst geliebte Kleid war nur noch ein Kostüm. Als Casey zum Altar schritt, merkte Alex, dass sie unglücklich war, aber er wusste nicht warum. Casey stand vor ihm. Sie sah ihm ein letztes Mal direkt in die Augen. Dann wandte sie sich zu den Gästen. Jeder erwartete, dass sie jetzt ihr Gelübde vortrug, von wegen. Ahnst du, was Casey dann tat? Sie teilte feierlich mit, dass die Hochzeit abgesagt ist. Verwundertes Raunen durchfuhr den Saal. Casey sagte, sie habe sich in Bezug auf Alex geirrt. Danach legte sie ihren Brautstrauß beiseite. Alex versuchte, ihre Hand zu nehmen, doch stattdessen nahm sie ihr Handy und begann, alle Nachrichten zwischen Alex und der Frau vorzulesen. Alex war sprachlos. Beschämt verließ er die Kirche mit seinem Zeugen. Die Leute waren still. Alle starrten Alex an. Wie er sich wohl dabei gefühlt hat? Als Alex raus war, sagte Casey, dass sie trotzdem glücklich war, dass alle gekommen waren. Anstatt eine Hochzeit zu zelebrieren, gab's eine wahrhaftige Party. Sie schnitt die Hochzeitstorte an und genoss das Fest, das ohnehin schon bezahlt war. Es war zwar keine romantische Traumhochzeit, doch die perfekte Rache an Alex. Genau das hatte er verdient. Wie findest du diese Geschichte? Like das Video, wenn du denkst, dass Casey echt mutig war. Hättest du es anders gehandhabt?
Wenn ja, schreib es uns in die Kommentare. Abonniere uns und klick auf die Glocke. Dann verpasst du nie wieder ein Video von uns.